Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Genshin Impact. Wir machen weiter mit dem Hyakunin Ikki, mit unserem kleinen Zwei-Mann- bzw. Frau-Turnier. Oder Zwei-Figuren-Turnier wohl eher. Man sagt, dass der Regen das Echo der Sterne ist. Das haben wir im ganzen Leben noch nicht gehört. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das nicht sagt. Wenn es regnet, ducken sich einige und verstecken sich, und andere gehen auf die Suche nach Hydrosamachuen. Lass nicht zu, dass der Regen die leidenschaftlichen Flammen des Kampfes auslöscht. Zeig diesen Hilichuen deinen Kampfgeist. Was ich ein bisschen interessant finde, ist, hier war es ja eine ganze Palette an Gegnern. Ich meine, gut, okay, die hier, naja, unterscheiden sich nur in der Art des Angriffs. Aber jetzt sind es tatsächlich nur noch Hydrosamachuen, wobei Hydrosamachuen ist der ätzendste Samachuen, meiner persönlichen Meinung nach. Normale Hilichuel und Mieterchuel. Nicht mal ein Lavachuel, also ganz schön wack. Also, zumindest anhand der Gegner sieht es recht einfach aus. Ja, sind auch immer die gleichen Gegner, also kein Unterschied. Sehr, sehr, sehr verdächtig. Wow, keine Ahnung, warum das so lange geladen hat, wahrscheinlich wegen den ganzen Figuren. Okay, unsere Einstellungen sind auch gespeichert, so wie ich mir das gestern gewünscht hatte. Da wusste ich es ja noch nicht sicher. Also ich bin mir relativ sicher, man könnte Verbesserungen vornehmen, aber es hat eigentlich perfekt funktioniert. Also ich meine, und wie gesagt, ich habe jetzt nicht die Riesenauswahl an Charakteren. Also ich habe ja sogar eh schon die kompletten 6 zum Probieren genommen. Aber gut, bei Fische könnte ich mal gucken, ob meine nicht vielleicht doch stärker ist. Hat er immer einen Level 90 Vorteil. Aber wird sie wahrscheinlich nicht viel nehmen. Also dann ist er Fischel hin oder der Supporter in dem Team. Ja, und wie gesagt, also sehr viele Möglichkeiten habe ich gar nicht. So Bado könnte man noch reinnehmen, okay. Aber sonst eher eigentlich wenig. Also man könnte höchstens mit den Kombinationen an sich spielen, aber wirklich nochmal einen anderen Charakter mit reinbringen, würde es schon sehr schwierig werden. Okay. Dann müsste es jetzt eigentlich relativ easy sein. Oh, ups. Das war nicht gut. Ich habe gerade zweimal meine Waffe gewechselt, aus Versehen. Ah, und ich muss auch meine Truppe wechseln. Das habe ich auch nicht gesehen. Ja, das ist halt das einzig Nervige mit den Hydrosamachuen. Man darf die halt wirklich nicht vergessen. Oder übersehen. Das ist dann fatal. Das ist fatal. Wobei ich sagen muss, dass der ziemlich viel aussieht, der Mieterchuel. Der ist ganz schön tanky gewesen. Oh. Switch! Aber ich habe ja noch nicht Genshin Impact gespielt. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, das war ein Fehler. Ach komm. Ja gut, na, man meint, die Challenge ist doch nervig. Weil du immer auf den Samachuel zuerst gehen musst, weil alles andere macht keinen Sinn. Wie viele Punkte haben wir denn? Schon fast 1000. 1000. Order guide you. Gather. Was halt für mich auch ein bisschen nervig ist, ist einfach die Tatsache. Ja, Mist. Ist einfach die Tatsache, dass du die Charakter nur mit 1 bis 2 wechselst, was für mich einfach ungewohnt ist. Weil bei gewissen Charaktern, zum Beispiel Bennett, auch Fische, weil ich sie tatsächlich im gebundenen Abgrund tatsächlich noch sehr viel benutze, weil sie da schon ein sehr guter Supporter ist auf jeden Fall. Und ja, bei ungefähr der Hälfte der Charakteren habe ich eigentlich gewisse Tasten, die ich für sie immer gedrückt habe. Und die waren auch noch nie auf anderen Tasten. Deswegen ist es relativ blöd, dass die hier dann quasi anders belegt sind. Also weil es halt nur von 1 bis 2 geht, wenn dein Charakter sonst auf 3 oder 4 war.
Dann drücke ich im ersten Moment immer 3 oder 4. Dann merke ich erst, ja, das geht nicht. Kein Sommertruhe? Okay. Mist. Ohne Witz, der Mieter-Chiller hat viel zu viel Leben. Ich habe auch nur noch 46 Sekunden, fällt mir gerade auf. Ich weiß nicht, warum ich nur 1500 Punkte habe. Ich hatte halt legit 2 Minuten Zeit. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. What the hell? Ich eher so in der zweiten Hälfte, falls man es so nennen kann, war ich ja unglaublich viel schlechter als in der ersten. Damn, ich bräuchte mal die Ultimate von Yoimiya. Also wir müssten es eigentlich noch schaffen können. Wenn wir die jetzt alle besiegen, ist glaube ich eh vorbei. Oh, oder auch nicht, nehmen wir mal. Damn, was habe ich gemacht? Oh nein, Moment, wir haben die 2000 Punkte. Genau 2000. Ha. Ehrlich gesagt habe ich überhaupt nicht mehr auf die Zeit geachtet. Ich glaube, das war auch ein bisschen ein Problem. Also, dass ich es nicht gemacht habe. Ich weiß auch nicht, ich war gerade irgendwie voll... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. War auf jeden Fall nicht gut. Das geht ungefähr 1000 Mal besser. Aber die Sommerschule sind schon nervig, muss man sagen. Das auf den ersten Blick sieht so leicht aus, aber erstens sind es meistens 2. Wodurch es schon mal extrem schwierig wird, beide sofort auszulöschen. Einfach weil es halt 2 sind. Und nicht jedes Team die Möglichkeit hat, vor allem wenn die Spezialfähigkeiten nicht aufgeladen sind, sofort so viel Damage zu machen, dass die einfach weg sind, weil die auch relativ viel Leben haben natürlich. Und ja, aber wie gesagt, wenn ich es jetzt nochmal probieren würde, wäre es wahrscheinlich leichter. Wir müssen es zum Glück nicht machen, weil wir schon 2000 Punkte zusammen haben. Nice. Ja, also ich werde es nicht nochmal probieren, weil 2000 Punkte, das ist das Mindeste, was man haben muss für die Belohnungen. Und für mehr spiele ich nicht. nee, aber macht ja keinen Sinn. Ich meine, es gibt ja noch weitere Challenges, die man sowieso mit den gleichen Teams wieder abschließen muss. Also da ist bestimmt noch einer dabei, die man wahrscheinlich mehr als einmal probieren muss, um sie für 2000 Punkte zu schaffen. Auf jeden Fall danke euch fürs Einschalten. Würde mich wie immer sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's kurz rein. Ciao, ciao.